Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abernacho, herzlich willkommen in Wayne of Kings und natürlich wieder mit dabei Xyra und Tour. Da hatten wir es wieder. Und die komische Lache, das war Bad, der nie aufnimmt. Moin Moin. Der Meinung ist, er könne sich alles erlauben und dabei überhaupt keine Rechte hat. Genau. Aber so sind die Hochnarren. Eben. Ja, vom Prinzip her könnten wir das ja in dieser Folge klären, aber ihr wollt es ja nicht. Nein. Weil wir da noch einfach noch keine Zeit zu haben, denn wir haben ja auch ein bisschen was noch, ne? Wir nehmen ja auch schließlich auf. Zum Bleistift. Mann, ich bin ja jetzt ein ganz schlaues Kerlchen gewesen. Ich habe jetzt mein ganzes Holz verbraten und brauche Holz. Ja, ich brauche auch noch Holz. Für eine Kiste. Aber ich weiß ja, wo ich welches finde. Ich gehe einfach zu den Monstern. Da finde ich Holz. Die geben dir was. Da kann ich vorher noch was nachgucken. Ja, die geben mir schon was. Das ist aber selten Holz. Mhm. Und deswegen will ich die dann auch gar nicht. Vielleicht sind die ja gar nicht so bösartig und du hast ihn aber nur missverstanden. Er wollte nur nach dem Weg fragen, oder was? Der hat mich gebissen. Was ist halt einer zum Anknabbern? Ob der Hirsch wohl wegläuft? Hallo Hirsch. Wo konnte man diese Schmiede herstellen? Sag doch mal. Na dann nicht. Ich denke mal an der Workbench, ne? Da gucke ich gerade. Wie die Schmiede herstellen? Ja, diese Schmiede, die du gestellt hast. Ein Kämpfer, ja, 10.000 Mal aufrüsten. Okay, dann muss das hier ja noch woanders hin. Aber da brauchst du Stein für. Viel Stein. Also auch Geduld. Achso, ja. Gut, dann ist mir das jetzt aber gerade erstmal gar nicht so wichtig. Erstmal mein Häuschen. Ach ja, mein nee. Häuschen muss ich ja auch. Aber ich komme ja nicht. Ich komme ja zu nichts. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen zwiegespalten. Nee, okay, ich hole jetzt erstmal noch ein bisschen Holz, damit ich die Wände zumindest hochziehen kann und dann. Da bin ich nämlich auch gerade bei. Dann kümmere ich mich danach um das Campfire und dann kommt mein Dach. Mhm. Das Dach wird bei mir auch das letzte sein, was ich tue. Weil ich im Moment mir noch gar nicht so sicher bin, was ich jetzt aus Stein machen kann. Und das möchte ich erstmal ganz gerne wissen. Und wie das denn aussieht, bevor ich jetzt alles doppelt und dreifach baue. Und mir ist erstmal wichtig, dass ich in der Nacht safe bin vor den Viechern und dann ist gut. Auch Hauptsache man ist vor Bad safe, der wollte ja schon angreifen. Ja. Was? Okay, das ist der falsche Stein. Aber Bad kriegt noch seine Retourkutsche. Der Bad hat auch gar nichts gemacht. Das nennt man Karma. Ich nenne das auch immer Karma. Karma hier, Karma da. Karma heute nicht, kommt er morgen. Karma heute nicht, Karma gestern. Wenn, dann muss er beim Karma bleiben. Cool. Ja, mit dem Kumpel funktioniert er nicht, das ist auch schön. So. Haben wir hier kann er, ne? Ja. Ist das Holzfarm nicht schön? Ist das nicht eine herrliche Aufgabe? Versüßt sie euch nicht auch so enorm den Tag? Lässt euch singen und tanzen, juchzend und jauchzend durch die Wälder, Tandaradein? Tandaradein? Tandaradein. So, was nennt man eine neue Wortkreation? Nein, also Tandaradein kennt man eigentlich. Ja, Xyra. Die kennt das. Tandaradein. Tandaradein. Na, also ich glaube, Tandaradein kennt noch mehr. Leute, bitte meldet euch in den Kommentaren, ob ihr Tandaradein kennt. Sag nein, sag nein, sag nein. Nein, sagt die Wahrheit. Sagt ja. Nein, sagt die Wahrheit, sagt ja. Nee, ist klar. Passt. Ja.
Mhm. Ist das wieder so eine Wortkreation wie Sogen und Gnuschen? Nein, Tandaradein kennt man halt. Ja, kennst du ja. Sogen nicht, Abo? Gesogen. Also, wer kennt das nicht? Was natürlich. Soll denn Sogen sein? Es ist Gesogen. Und natürlich, also. Und Gnuscheln? Ja, Gnuscheln ist eine... Gnuscheln ja. ist halt eine Wortneuschöpfung so. Von meiner Mutter und mir. Gnuscheln. Nein. Aber ich werde auch andere sagen, Gnuscheln. Das ist... Also, weiß ich nicht. Das ist jetzt nichts, worauf nur wir kommen. Es haben bestimmt noch mehr Gnuscheln. Ich weiß auch gar nicht, wie wir damals darauf gekommen sind. Hm. Das dauert noch so lang. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sage. Wasser trinken könnte ich mal. Das und essen. Mann, der ist echt mal laut beim Essen, wa? Ja, das sag ich ja immer. Jetzt wird erstmal was getrunken, weil ich bin hier gleich am Verdursten. Hoffen wir mal, dass die Bäume langsamer nachwachsen. Also ich laufe ja. gerade schon ein ganzes Stück, aber ich nehme auch ehrlich gesagt nicht jeden einzelnen Baum mit, sondern nur die dickeren. Die sind ja auch teilweise so ganz dünne, die lasse ich dann auch stehen, in der Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Und die einzelnen hier auf der grünen Fläche sollten wir wohl auch stehen lassen. Bald schicke ich. Das. Zum Beispiel. Oh. Sag mal, nun trefft doch endlich den Baum, Mensch. Vielleicht solltest du einfach mal anständig zielen. Ja, der lag so halbwegs in den Stein drinnen und irgendwie scheint er damit doch ein bisschen Probleme zu haben. So, und jetzt brauche ich... Was brauche ich denn jetzt? Jetzt brauche ich... Nee, jetzt muss ich aber da rein. Oder da? Du musst gleich schon wieder was trinken. Was ist denn das? Oh. Ja, ich hab da was gesehen. Na gut, machen wir erstmal da. Für Bett reicht das. Was machst du jetzt schon wieder? ja. So, kann ich denn... Wieder was? Projektile? Ich denke mal, dass da ist bestimmt der Speer drinne und Pfeile. Karotten! Karotten? Wieso brauche ich... Oh, das sind gar keine... Ups. Sehr peinlich. Also Projektile verwende ich eigentlich, wenn ich Waffe haben will. Wenn ich Waffen haben will und... Das ist ja merkwürdig. Kann man diesen Stein abbauen? Wollen wir nächste Runde mal ins Dorf gehen? Ja, viel Spaß. Wenn wir alle unser Bett haben. Welche Steine konnte man abbauen? Alle Steine, auf die ich hau, die gehen nicht. Wie kriege ich denn bitte schon Projektile? Karotten! Ah. Moment, der will mich doch... Ah. Ich finde das ja, auch so hammer, wie er läuft, der Charakter. Und man sieht dann unten im Bildschirm immer so die Faust, wie es natürlich dann vor und zurück geht beim Laufen. Das Werkzeug, das ihr in der Hand haltet, das ist aber so still wie irgend möglich. Ich glaube, der nämlich. Ihr könnt auch in die Third Person, ne? Ja, ich weiß. Was soll ich denn da? Aber finde ich, ja, genau, was soll ich denn da? Finde ich bei solchen Spielen nicht so schön. Ich habe da gewusst, der will mich verarschen. So. Das konnte auch nicht so sein. Kiste. Mhm. Kiste. Was war das? Merkwürdig. Ach so, scheiße. So, und... Kommen wir mal später drum. Jetzt muss ich erstmal, Da habe ich auch keinen Platz mehr hier. Speer kommt weg. Und dann also man sollte ja meinen, dass so ein Schaf so mindestens Quadratmeter Leder da lässt, ne? Ein Quadratmeter Leder, ein Schaf. So einen knappen Quadratmeter.
Weil das halt so ist, ja. Mhm. Ja, guck dir die Monster scharf an, wenn du daneben stehst. So, wo möchte ich die Kiste? Das haben? Mag ja sein. Hier. Aber ein Schaf hat eigentlich auch eher Wolle als. Ja, und da hat es Haut. Aus Haut machst du Leder. Ja, ja, dann sollte es ein Quadratkilometer Haut da lassen, aber nicht Leder. Das wäre ja schön. Und schön, wenn du es nicht mehr machen musst. So, wäre praktisch. Naja, für dich. Ich habe hier schon wieder so 10.000 Sachen, die ich gar nicht will. Genau. Und da, ich habe ein Herz. Ich wusste, ich habe ein Herz. No. Ah. So, ja. Ja, hier ist ja aber schon jemand fleißig am Eisen abbauen, wa? Okay. Weiß ich nicht. Oh, ich hab nie. Vielleicht kriege ich jetzt noch. Na gut, das kann ich einmal essen. Brennt das nicht schon wieder nicht? Ich verstehe ja nicht. Muss ich das einfach bequeren hier? Geht das oder geht das nicht? Sehr, sehr gut. Doch, es geht. Und jetzt? Kiste? Da. Jetzt hab ich ja schon. Okay, ihr braucht aber viel Abstand zueinander. Mögt ihr euch nicht? Von wem redest du? Von der Kiste. Und ja, ich rede mit meiner Kiste. Das nee, ist in Ordnung. Gut. Weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich die unbedingt behalten sollte. Dumm. So, Speer kann ich jetzt wieder wegwerfen. Man müllt sich ja ganz schön schnell das Inventar zu, wa? Ja. Du kannst das wirklich gut. So, und jetzt möchte ich ein Bett machen. Neidisch, worauf denn? Ich nehme das gute Zeug mit. Und jetzt gehe ich gerade ein paar Schritte rüber. Fluffy Bett. Genau. Ich gehe mal ein paar Schritte rüber. Geht ja auch ein paar Schritte rüber. Kann man das Bett wieder abnehmen, wenn man es einmal gesetzt hat? Bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Womit machst du ein Bett? So. Oh, das ist aber wirklich ein Fluffy Bett. Kuschelig, sagst du. Oh, ist das kuschelig. Und ich kann es später tatsächlich wieder abnehmen, wenn es soweit ist. So. Achso, erstmal leer machen. So. Komm mit hier alles. So ein... Ich bin so deppert, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Da habe ich jetzt davon, weil ich kein Englisch kann. Jetzt darf ich wieder zurücklaufen. Wieso? Was hast du getan? Blödsinn. Was für ich habe eine Axt hergestellt, die gar keine Axt ist. Eine Swarring-Axt oder so. Okay. Nach 3 Schlägen war die kaputt. Schlecht. Und ich habe nichts gekriegt. Und ich dachte, ich hätte eine ganz andere Art von Axt hergestellt. War aber nicht der Fall. Jetzt mal gucken. 75 Steine. Die habe ich schon mal. Jetzt werde ich hier so nach und nach mal meinen Düdel, mein Feuer auf. Mein Düdel. Mein Tüdel? Mein Düdel. So ein bisschen habe ich. Dann habe ich aber jetzt ein Problem. Wieso? Na, ich wollte eine Eisenaxt machen. Kaninchen! Komm her. Und dafür habe ich 12 Iron Ingots verbraucht und nach 3 Schlägen war die kaputt. Okay. Wie hieß die denn? Warte mal, ich suche. Ich finde aber nicht. Oh Gott, das Kaninchen springt ja richtig hoch, wenn man es totschlägt. Und das schreit und das tut einem total leid. Nee, ich habe ja was Falsches gemacht. Ja, leid. Habe ich auch gar nicht. Oh, das war ein Stein. Ding. So, oh Gott, Avo, was kannst du denn da für einen Kasten? Ich muss mich ja vor dir schützen.
Mir? Naja. Du wolltest ja schon angegriffen haben. Nein. Und dann habe ich gesagt, ich schütze mich mal besser. Okay. Dann gehe ich halt mit meiner alten Axt nochmal los. Wo ist sie denn? Hallo Werkzeug. Da. Wow. Das ist ja, alter Schwede. Es wird ja auch schon wieder dunkel. Ja, das geht ein bisschen fix, ne? Ja. So alle 15 Minuten. Mhm. Uhu, ich habe einen Kochtopf. Schick. Du meinst, Smelter, du hast den Kämpfer ja aufgewertet. Ja, 750 Stein für den Smelter. Gut, da werde ich da am nächsten Tag ein bisschen farmen müssen. Ich hoffe, ich finde Steine, mit denen ich das Ganze auch... Ja, doch, findest du. Nee, ich meine, mit der Pickaxe abbauen kann, weil irgendwie habe ich die Steine noch nicht gefunden. Die kleinen grauen Steine. Die kleinen grauen Steine? Mhm. Nicht die großen grauen. Du darfst nicht Brett vertrauen. Was? Vertrau mir. Okay. So. Wie viel habe ich jetzt gesagt? 500 Holz? Ich glaube. Hyra, hast du ja auch langsam mal ein Dach drauf? Nein, das Dach muss ja noch warten, bis ich weiß, wie alles aus Stein aussieht. Okay, und das hier, sonst sieht das komisch aus. Los, stirb du, Holz. Deine. Geht doch. Holz muss sterben. Ich brauche noch ein bisschen mehr. So. Kaputt. Oh, freue mich schon drauf, wenn ich Metallwerkzeug habe. Hm. Ja, ne? Weil dieses Rumgepicker hier. Fackel schlimm, ne? Und Pickaxe in die Hand und dann mal... Oh, Pickaxe. Ich hab dir gesagt, das wird sich rächen, wenn du erst dein Holz da hochbaust. Ach, ich hab schon ein Dach über dem Kopf, also... Na und? Ich brauche kein Dach über dem Kopf. Ich lebe gerne mit Klimaanlage. So, kleine graue Steine. Mal gucken. Ich höre schon wieder ein Elch hören. Nun, lass dich abhauen, Mensch. Bist du ein kleiner grauer Stein oder bist du ein großer? Ah, du bist ein kleiner. Wie bist du denn gerannt? Hoch oder runter? Ich bin Richtung Avo gerannt. Also vermute ich mal, assoziierst du das mit runter? Ja, ungefähr. Huch. Warum? Nee, weil ich hier unten gerade am Steine picken bin, deswegen. Aber ich bin doch oben. Nein. Doch. Also wenn du stehst auf dem Dach. Oh je, oh, ich habe schon wieder Durst. Habe ich das Wasser mitgenommen? Ja. Ich war schlau. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-O-K. K-L-O-K? K-L-O-K. Kennst du das nicht? Doch, ich kenn Buchstabieren. Heißt das klug, aber ist egal. Das ist noch gut, das muss man nur ein bisschen sauber machen. Das ist nur ein bisschen, das ist noch gut, das ist nur ein bisschen nass, das kann man noch essen. Hast du gefunden, deinen Stein? Ja. Wie schön. Ich sage, du musst mir einfach nur vertrauen. Immer wenn du mir vertraust, geht gut. Ich merke das schon. Das ist nur ein bisschen dreckig, das ist noch gut, das kann man noch essen. So, 1000 Steine gefahren, das ist doch schon mal was. Du hast 1000 Steine gefarmt? Mhm. Okay. Dann hast du ja auch gleich schon deine Schmiede. Ich bin überlegen, ob ich die Schmiede mache oder ob ich erstmal das Haus fertig mache. Kannst du Steinblöcke bauen? Müsste ich, glaube ich, jetzt können, ja. Und wo? Und wie? Mit der Workbench. Wie oft hast du die aufgewertet? Ich glaube einmal jetzt, oder nicht? Das müsste eigentlich, glaube ich, reichen. Also einmal habe ich auch, aber ich kann nicht aus Stein bauen. Achso, dann kann ich noch nicht aus Stein bauen. Hat er früh gemerkt. Ja, ich weiß es nicht. Ich hätte ihn mal suchen lassen sollen.
Ja, ja. Ach, Manu. Ich weiß auch nicht, warum ich so gemein bin. Ich glaube, das liegt daran, dass ich Hunger habe. Ich glaube, das liegt einfach nur am Bett, weil er gemein zu uns ist. Was macht Bett denn? Der ist gemein. So. Also, Thomas, wenn du das nicht weißt, dann können wir dir auch nicht mehr helfen. So sieht das nämlich aus. Oh, so dieses typische Kinderargument. Als Kind habe ich dieses Argument schon gehasst. Oh. Abgesehen davon, dass ich als Kind Kinder schon nicht mochte. Monster. Aber nicht bei mir, oder? Im Haus da hinten auf der Ecke. Du mochtest als Kind Kinder nicht. Ja, genau. Das wurde bestimmt schwierig vom Spiegel. Also, wenn du das so nimmst, dann ist es heute noch schwierig. Aber ich mochte tatsächlich als Kind schon andere Kinder nicht. Ach so, das geht jetzt gar nicht mehr, ne? Oh. So. Stimmt, es hat ja irgendwie... Ja, was die Monster angeht, habe ich da irgendwie ungünstig gebaut, ne? Nö, eigentlich nicht. Dran. Also früher war es eigentlich random, dass da mal so ein Hüter durch die Gegend gehuscht ist. Ja gut, aber schon irgendwie nah am Dorf dran. Wie, du hast einen Zweitwohnsitz? Nein. Wie viel Stein habe ich jetzt? 810! Schön. Jetzt muss ich irgendwie zu meinem monsterbesetztem Haus zurück. Galgen können wir für dich auch bauen, das ist doch sehr schön. Das habe ich schon ganz zu Anfang in der ersten Folge gesagt. Dass wir einen Galgen bauen können und einen Pranger. Ja, aber das ist so. Das ist halt im Bett. Ja, wir wissen ja, dass er nicht zuhört. Das kennen wir doch schon. Ich hasse mein Leben. Mahlzeit. Eigentlich ruft Simon ihn... Winston, ne? Ja, Winston. Mm-hmm. Und er heißt Wilson. Wilson! So, jetzt war ich so, dass ich jetzt... Ach ja, ich wollte mein Feuer. Hühnchenjagd. Jo. Dauert jetzt einen Moment. Wie weit ist denn hier? Das ist ja... Mal gucken. Warum geht das da, wenn nicht da? Das ist ja... Oh, die Steine sind nachgewachsen. Das ist ja auch schön. Die Musik ist so toll in diesem Spiel. Muss ich ja, so. Es ist ein klein wenig eng. Oh nein. Bei dir? Oh, doch. Ja. Achso, nein. Oh nein, doch. Was hast du denn? Ich hab die falschen Blöcke hergestellt aus Holz. Warum hast du das? Das ist natürlich übel. Dann stell doch die anderen Blöcke her. Welche Blöcke hast du denn? Vielleicht kann die ja einer gebrauchen. Ich hab die Wood. Nee, das sind doch die Logs. Aber warum sehen die... Auf der Seite. Ach so, die passen sich so an. Okay, ja. Wie, die passen sich an? Ja, unschön? Aber sie passen sich eher nicht an. Achso, eher unschön an. Aber. Da, Lockblock. So, das Ding kommt hier jetzt mal raus. Sorg für Verwirrung. Aber ich habe tatsächlich 10-mal habe ich tatsächlich diese normalen Woodblöcke gebaut. Na ja, gut, 10-mal geht ja noch. So. Hallo? Kriege ich jetzt die Wand nicht mehr zu, weil da mein Bett steht? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich jetzt im Anschluss endlich mal bauen kann, was ich bauen möchte. Ja, so langsam, ne? Wir haben jetzt eine ganze Menge Folgen mit Farm verbracht. Kriege ich hier die Wand nicht mehr zu? Was in Rain of Kings halt dummerweise nicht ausbleibt. Das ist wohl wahr. Ich glaube das ja wohl nicht. Aber wir haben ja bald unser erstes Match. Das wird erst was laufen, wenn wir halt soweit sind, nicht wahr? Sonst geht's ja schlecht. Okay. Wir können ja jetzt nicht direkt sofort nach König machen und, naja, dann wird das nichts. Moment, wieso geht das nicht? Natürlich ja, geht dass das. Es bei dir geht, ist klar. Jeder, der nicht aufnimmt,
hat die Schnauze zu halten. Du hast keine Rechte, genau. Ihr wisst, wir haben leider einen kleinen Zeit-Kings-Gedöns. Oh ja, ich sehe schon. Ha. Was kann ich jetzt machen? Ich sehe das schon. Gut, denn würde ich sagen... Dramatische Musik! Okay. Weil, ein Schafott. Genau, so, bevor ihr jetzt wieder irgendwas anfangt, wir müssen zum Ende kommen. Fangen wir das an? Ja, ihr fangt immer noch was an, nur damit ihr nicht alles beenden müsst. So, deswegen bin ich mal wieder die Blöde, aber wir haben heute ein bisschen, ich will grillen. Kann es sein, dass es keinen Eisendings mehr gibt? Das stellen wir in der nächsten Folge fest. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Tschüss. Tschüss.